Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Ja, welche Quest bin ich? Da gucken wir doch erst immer noch rein. Die Braut des Fischers. Den Pier reinigen sollen wir. Und da gucken wir natürlich nochmal hin. So, wir sind hier. Also dann gehen wir wieder diese Brücke entlang und dann nach rechts. Und dann sollte das... Ups. Wo muss ich denn lang? Da entlang, ne? Oder? Da eben nicht entlang. Aber ich könnte auch mal darunter springen. Komm, wir gehen mal. Yay! Da war nämlich, da ist irgendwas, wenn ich tauche. Ja, da ist so das ein oder andere. Stufe 2. So Plunder. So. Wenn ich jetzt schwimme, wohin muss ich dann schwimmen? Ich schwimme schon mal in die richtige Richtung. Guckt mal. Ich glaube und hoffe mal, dass ich im Wasser nichts begegne, wo ich kämpfen müsste. Ein großer Heiltrank. Ja, cool. So, da ist das hier zumindest. Und... war da was? Mensch. Nee, das war ich nur selber. Okay. Ich guck nur mal hier außen rum, weil das ist so eine kleine Insel irgendwie, ne? Süß. Okay. Das ist hier irgendwie oben. Okay, dann bin ich hier so grob schon mal die richtige Richtung, genau. Schauen wir mal. Ich weiß noch gar nicht, was mich da eigentlich jetzt so begegnet. Ich hatte es, glaube ich, schon mal geguckt, aber... Oh, Wölfe waren es, genau. Ja, cool. Wölfe. Ach, verdammt, ich wollte jetzt gerade wechseln. Ich wollte wieder wechseln, ey. Mann, oh. Ja, da, den Hammer. Na, komm her, Junge. Yay. Ey, die Meere weiter durchsuchen? Ah, okay. Ich wurde nur hier hingeführt und... Ich muss auf jeden Fall weiter noch durchsuchen. Ja, das ist ja... Da muss ich mir nochmal auf meine Karte schauen. Also hier entlang. Oh, brutaler Etting. Okay. Dann gehen wir mal hier weiter. Und ich gucke mich auch nochmal so ein kleines bisschen, so immer mal ein bisschen um, was es hier noch so gibt. Ich gehe mal kurz so an das Wasser zum Beispiel ran und hier, boah. Das ist nicht aktiv irgendwie. Okay. Und ich könnte jetzt hier durch, aber es scheint der Weg zu sein, den ich gehen sollte. Ich hoffe, dass der Hammer die richtige Entscheidung ist. Für dieses Teil hier da vorne. Boah. Sieht eigentlich ganz gut aus. Oh, noch eben hier einmal. Oh. Ups. Ah, da ist sie. Meine wunderbare Braut. Ich bin eingekleidet und bereit für unsere Hochzeit. Danke, Fremde. Gesegnet sollt ihr sein. Wenn ihr nichts dagegen habt, werde ich das Band jetzt mit einem Ring und einem Kuss besiegeln. Noch irgendwelche Abschiedsworte für einen mürrischen Junggesellen? Ich sehe keine Nymphe. Meine Nymphe! Sie hat diesen ekelhaften Etin mit ihrem Blick gefällt. Wie heißt es so schön? Schönheit tötet sogar Bestien. Habt ihr gesehen, wie sie zu der Klippe über dem See gewackelt ist? Dort haben wir uns kennengelernt. Ein großartiger Platz für unsere Vereinigung. Nun, meine Liebe, wenn sonst nichts ist, ich werde jetzt gehen. Ihr seid zu dem Ereignis herzlich eingeladen.
Okay. Ja, ihr halluziniert in Connect. Die Liebe treibt die Menschen zu seltsamen Schritten, das will ich nicht leugnen. Aber diese Vision der Lieblichkeit ist die göttliche Wiedergutmachung für ein Leben voller banaler Tragödien. Ich merke schon, meine Worte treffen auf taube Ohren. Ist denn kein Staunen mehr an euch? Ist die Jugend so ausgeblutet, dass sie sich nicht mehr verzaubern lässt? Ich werde euch nicht länger mit dem Gerede alter Männer langweilen. Ich hole meine Braut. Bleibt ruhig da. Vielleicht lernt ihr etwas. Du. Das wird nichts. So, was habe ich denn hier? Gold kriege ich noch. Econek retten. Oh. Jetzt muss ich ihn... Ach, du Schande. Ich muss ihn retten. Und das hier vorne direkt. Vor dieser Nymphe. Nee, Leansha. Das sieht mir eher nach einer Nymphe aus. Ja. Da geht mir auch noch hinterher. So. sieht auch nicht super aus. Da ist auch nochmal ein Zack. Was habe ich? Ah, cool. Ein bisschen Gold. So, warte mal. Hä? Haufen. Hier kann ich noch was plündern. Ah, ne Chakram. Oh, guck. Cool, cool, cool. Das scheint irgendwie... Ah, das ist die gleiche, die ich auch hier habe. Wartet mal. Ausrüsten, weil die andere ist eh kaputt. Was denn? Hä? Okay, dann nehme ich die einfach mit und den Dolch. Ich nehme den auch einfach mal mit. Das war keine Nymphe, Fremde. Ja. Es ist nur, wenn man im Leben genügend Kummer erfährt, sucht man überall nach Hoffnung. Aber ihr habt mich vor dieser Bestie gerettet. Wie ihr wisst, bin ich nicht reich. Aber dennoch möchte ich euch das hier geben. Es ist mein Ehering. Ich habe dabei keinerlei Hintergedanken. Ich habe das Andenken an Imelda schon genug beschmutzt. Ich will nur loswerden, was ohnehin verschmäht wurde. Was wurde Imelda gestohlen? Nicht viel. Nur ein kleiner Talisman, den sie zu unserer Hochzeit bekam. Als das Fieber sie dahin raffte, legte ich ihn auf ihr Grab. Und dann hat ihn einer dieser zweiköpfigen Mistkerle gestohlen. Er nahm ihn mit zum See und beide kicherten wie toll. Ich habe es nicht gewagt, der Bestie zu folgen. Doch wenn ihr... Ach nein, ihr habt mir schon genug geholfen. Ich kann den Talisman beschaffen. Danke. Ihr seid wahrhaftig eine gütige Seele. Ja, so der Etten bewegte sich Richtung Ufer, sobald ich ihn sah. Er ist ganz bestimmt noch irgendwo dort. Na, dann finde ich ihn. Ja gut, wo? Na, das kriegen wir schon. So, Escape. Wir haben einen Stufenaufstieg wieder mal. Hier muss ich noch mindestens auf Stufe 16 sein, um Sinnesschärfe auf die zu... Okay, das bin ich anscheinend noch nicht. Dann würde ich fast mal sagen, warte mal, möchte ich Schmiedekunst mal machen? Nö. Bannen, Schlösserkunst, Handeln, Überzeugung. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen Überzeugung weitermachen. Das war jetzt gerade überhaupt nicht gut. Da gehe ich mal rein. Also, was habe ich denn? 16, 16. Okay. Dum, 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 dum. Ich würde gerne diesen Hammer hier. Ist es der Hammer? Hammer. Oh Gott, ich hab so viele verschiedene Sachen hier irgendwie vor. Ich weiß auch nicht. So, zweimal Hammer. Und eins würde ich noch in die Zauberkraft stecken wollen. Nämlich... Ah nee, Chakram geht... Okay, Stabmeister, Zepter habe ich jetzt gar nicht angefangen. Das hier dann noch. Dann nehme ich den Sturmbolzen. Zauberkraft Boni, geringe Erhöhung des Lebens, beträchtliche Erhöhung des Manas. Okay. So, bestätigen und ich bin immer noch das hier. Okay. Dann... Huch, habe ich das richtig bestätigt jetzt? Ich hoffe. Wo bin ich denn eigentlich? Effekte? Nee, hä? Erfolge? Gut, da haben wir mal so den Überblick. Talente? Ja, okay. Na gut, ich glaube, ich bin schon richtig gelandet. Das passt schon.
So. Ja. Verschwundenen Talisman finden. Das sollen wir jetzt auch noch. Aber egal, wir müssen sowieso hier in diese Ecke dann rein. Ne? Ich bin nur am Überlegen, ob oben oder unten rum. Ich meine, ich bin jetzt gerade hier unten. Oh, guck mal, da unten läuft schon so ein Typ, ne? Na gut. Dann gehe ich mal, ne? Wegen dir und so. Oh, den nehme ich noch mit. So kurz seine Zeit an unserem Hof. So lebendig sein Leben. Er verkörpert die Kraft, die Männlichkeit. Er rettete Prinzessin Luna, um sie zur Frau zu nehmen. König der Männer. Prinz der Leidenschaft. So. Chakram der Fett, das habe ich gerade und das würde ich jetzt gerne nämlich nehmen. Okay. Perfekt. Ich weiß gar nicht, ob ich mich mal wieder hier da was ändern muss, aber egal. Und ich muss bei mir wieder leiser machen. Ich weiß auch nicht, diese Steine, das sind echt, das ist so laut. Kann ich da runterspringen? Nee, da will ich gar nicht runterspringen. Ich glaube, das bringt mir jetzt auch gar nichts. Okay, ich gehe nochmal zurück. So. Ich gehe hierhin zurück. So. Und dann gehen wir quasi da nach unten. Genau. Gut. Und dann um die Ecke sozusagen. Und da hat es ihn runtergebrutzelt. Ne? Also hier liegt er jetzt quasi. Super. Ganz toll. Zwei Köpfe. Das ist echt prima. Da vorne kommt irgendwas. Ich möchte mal gerade gucken. Oh, was ist wahr? Wolf und ein brutaler Etin. Okay. Oh, verdammt. Leute. Oh, ich habe jetzt wieder das Chakram. Egal. Nee, jetzt hab ich doch. Eins, zwei und eins, zwei, drei. Wow. Der Hammer ist schon auch echt cool. Muss ich gestehen. Ist da noch eine? Ja, da ist noch eine. Da wäre eigentlich eine. Aber es war nichts drin. Was ist das hier? Das sieht schon irgendwie gefährlich aus mit den ganzen Skelettköpfen hier. Aber ich habe hier auch... Kann ich hier rein? Ja, ich kann hier rein. Und einmal tauchen. Okay, hier sind echt coole Sachen irgendwie da vorhanden in dem See. Wobei, wartet mal ganz kurz. Man könnte theoretisch, oder? Weiß ich gar nicht. Könnte man da... Nee, es sieht nicht ganz so aus danach, dass man da schwimmen kann. Egal, wir gehen auf dem Landweg weiter. Wir sind ja keine Wasserratten. Deswegen nehme ich hier natürlich die ganzen Pflanzen noch mit. Tschakka. Solange es... Oh. Boah, du kommst schon. Etin Schamane. Wow. Verdammt, ich hätte mal... Okay. Der Schamane ist etwas... Oh, verdammt. Okay. Verdammt. Einfacher Erfahrungsverstärker. Okay, dann vielleicht sollte ich mal nehmen und die Schattenbrismeere bringe ich hier gerade auch mal. Haut. Boah. Ja, jetzt noch ein. Puh. Das war aber echt knapp hier, ey, mit dem Mann. Das ist echt Hammer. So ein bisschen Gold. Hier, yeah, Menu. Doch, da war doch irgendwas. Großschwert. Yep.
Blunder. Und der Zepter? Na, okay, ich nehme den mal mit. So. Da hinten. Also ich weiß ja momentan gar nicht eigentlich, wo ich hier so entlang gehe und was mich hier so... Da hinten ist auch wieder im Wasser was, ne? Ich gehe mal kurz ins Wasser. Ich möchte auch gerne wieder hier zurückkommen quasi. Nur wenn ich das jetzt hier so sehe, gehe ich einmal kurz tauchen. Kriegersroben. Ich nehme die mal mit, aber... So. Oh. Bin ich denn nicht hier auch raus? Doch, ich bin hier raus, ne? Ne? Okay. Weil ich das... Das ist wieder eine, ne? Ja, das ist ein Stein. Und wie komme ich da hin? Wartet mal. Da, oder? Über die Brücke hier. Okay. Da muss ich aber erstmal. Ja. Verdammt. Komm erstmal den hier. Mach. Danke. Meine Güte, ey. 3, 4. Uiuiuiui. So einfach, Famor. So formidabel, Blutgebein. Einst Begleiter Ysas, nun Feind des Hofs. Einst geliebter Eras, dann Todbringer. Nun auf ewig im Verfall, auf ewig verflucht. Nie wieder im großen Kreislauf, auf ewig allein. Okay. Ich könnte jetzt quasi hier reinlaufen, dann, Oh. Wo ist das? Warte mal, hier entlang. Ah. Hä? Ah, ja. Okay. Das sind zwei Wölfe. Oh, das ist ein Kriegspriester. Ach du Schande. Leute, nein. Okay. Ich nehme mal gerade... Schattenprisma, dann hier den Verstärker. Ich weiß nicht, was ich sonst noch bei mir alles drin habe. Ah, verdammt. Boom. Habt ihr überhaupt schon irgendwas gefragt? Nee, ne? Leute. Verdammt. Ach, Hund, jetzt lass mich in Ruhe. Mein Gott, der Typ hier ist der echt Hammer. Was ist das hier? Hm.
Okay. Ihr seht mal daran, dass ich, ziemlich wenig rede. Und... Oh, verdammt. Okay. Ich mache hier weiter. Der hier bringt mir doch, denke ich, auch eine ganze Menge. Puh. Und leer das. Das ist dann auch immer. Der hat mir, glaube ich, sehr viel gebracht. Aber er hat mir auch sehr viel gekostet, muss ich dann auch sagen. Überschwängliches Großschwert. Das nehme ich auf jeden Fall auch mit. Ich meine, die Schwerter sind auch irgendwie cool. Der Hammer ist auch cool, aber der ist manchmal echt langsam. Das ist dann manchmal... habe ich es mitgenommen? Ich habe es getrunken, kann das sein? Egal. Ja, der Hammer ist halt echt oft langsam. Und ich muss mal gerade noch mal ganz kurz was ausprobieren. So, warte mal, Hammer. So, ich warte. Genau. Und dann würde ich eigentlich irgendwie, keine Ahnung, anstoßen. So, Banner, nö, das mache ich natürlich nicht, weil ich mich damit nicht auskenne. Und jetzt gucke ich aber erst nochmal Karte. Ach Gott, ich hätte gar nicht unbedingt hierher gemusst, außer ich möchte jetzt unbedingt schwimmen oder so. Aber ich gehe jetzt nochmal zurück. So, genau, eigentlich bin ich... Warte, ach so, da entlang. Bin ich schon den Weg? Ach, guckt mal, was man da noch hat. Wie komme ich denn da hin? Außenrum. Vor allem theoretisch. Huch. So. Da. Oh, guckt mal. Da ist auch nochmal so ein Bannerzeugs. Aber das mache ich ja nicht. Oh, da. Okay, das ist drüben. So, und dann wieder über diese Brücke. Eieiei, das ist schon ein bisschen auch aufregend gewesen. So, ich nehme jetzt gerade nochmal diesen. Wo muss das doch sein? Da. Das nehme ich noch mit. Okay. Großer Heiltrank übrigens. Ich weiß jetzt auch, warum wir den brauchen. Bei solchen Itimere. So, ich gucke auch nochmal hier. Na, ich sehe nichts weiter. Man könnte jetzt auch wieder nochmal da nach drüben. Ich gucke nochmal hier. Und könnte da wieder... Da ist auch nochmal... ein Schamane und hier ist ein Brutaler und da ist nochmal ein Wolf und jo, dabei könnte ich eigentlich schon mit König Wenzen reden. Ich weiß ja noch nicht, was ich als erstes mache. Ich sage jetzt aber erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns bei der nächsten Runde, wenn es weitergeht. Lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Saki, eure Saki meine ich natürlich, ne? Eure Saki Naito. Ciao, ciao.